Ja, guten Morgen, meine Freunde. Ich bin jetzt hier direkt in der Nähe von Lissabon auf einem Orbitur-Campingplatz. Ein ganz mystischer Campingplatz mit ganz vielen schräg gewachsenen Bäumen. Ich gehe mal davon aus, dass das hier windbedingt ist. Aber ich wollte meinen Wagen oder mein Wohnmobil oder lange nicht unbedingt in Lissabon irgendwo einen Parkplatz stehen lassen oder in Sintra, weil das ist heute unser Ziel. Deswegen hat mein Freund sich bereit erklärt, sein Auto abzuhängen von seinem Wohnwagen und wir fahren jetzt mit dem Auto nach Sintra, lassen es da auf einem Parkplatz stehen und werden dann von dort aus mit dem Tuk-Tuk oder mit dem Bus oder wie auch immer hoch zum Schloss De Pena fahren und das wollen wir heute besichtigen. So, ich glaube, wir haben jetzt den Fußweg nach oben gefunden. Ich hoffe, dass wir hier richtig sind, aber die gelb-rote Markierung bedeutet das eigentlich und das ist ein ganz kleiner, mystischer Weg. Und der Geruch hier in diesem Wahnsinnswald, ich denke, das ist der Geruch hier von den Eukalyptusbäumen. Ja, sonst regt man sich schnell über Regen auf und schlechtes Wetter. Aber ich muss ehrlich sagen, hier im Wald ist der Regen wieder ein ganz besonderes Erlebnis. Die Geräusche, das Plätschern, die Tropfen. Wunderschön, wunderschön. Es geschafft. Es geht los. Der Palacio Nacional da Pena ist ein hervorragendes Beispiel für den Baustil der Romanik im 19. Jahrhundert. Das Schloss umfasst farbenfroh bemalte Terrassen, eine sehenswerte Mauer und Statuen mystischer Figuren. Die üppige Ausstattung steht im starken Kontrast zum verführerischen Grün des umliegenden Waldes. Jetzt gehen wir rein. Der Palast ist an Schönheit kaum noch zu übertreffen. Aber seht selbst.
Ja, ihr Lieben, soweit ein paar Eindrücke über den Nationalpalast Pena. Hier noch ein paar Worte zur Geschichte des Palastes. Der Palacio Nacional da Pena ist ein Schloss in der portugiesischen Stadt Sintra. Es wurde nach 1840 im Auftrag des portugiesischen Titularkönigs und Königsgemahls Ferdinand II. 1816 bis 1885 auf den Ruinen eines Klosters errichtet. Ja, ich bin sehr beeindruckt von der Schönheit dieses Palastes und bin sehr froh, dass ich hier im November diesen Palast besucht habe. Denn es wird immer davor gewarnt, wer im Sommer diesen Palast besuchen möchte, muss mit riesigen Menschenansammlungen und Menschenmassen, die hier mit Bussen hochtransportiert werden, rechnen. Daher empfehle ich auf jeden Fall, irgendwo im Winter zwischen November, Januar, Februar den Palast zu besuchen. Ja, ich hoffe, dass euch das Video etwas gefallen hat. Und wenn ja, ihr kennt den Spruch, bitte einen Daumen hoch und vielleicht ein Abo wäre nett. So, mit diesen Worten verlasse ich jetzt hier diesen Ort und schließe damit auch dieses Video. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also, alles Liebe, euer Rotti.